Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Christuskirchengemeinde. Wir feiern unsere Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Not lehrt beten, sagt der Volksmund. Als vor 20 Jahren, genau am 11. September 2001, die Terrororganisation Al-Qaida den schrecklichen Anschlag auf das World Trade Center in New York vollzog, da waren angesichts von Unsicherheit und Angst unsere Gottesdienste viel besser besucht als zu anderen Zeiten. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Führen Schicksalsschläge uns wirklich automatisch zu Gott hin? Ich denke, dass schwere Erfahrungen Gottes Wirken auch erst einmal in Frage stellen können. Wie kann Gott das zulassen, fragen sich viele. Andererseits wenden sich Menschen in ihrer Not an Gott. Wer sich in der Krise betend an Gott wendet, der rechnet zumindest noch mit einem Gott, der da ist und sich ansprechen lässt. Was aber passiert, wenn Gott nicht erreichbar, nicht ansprechbar ist, nicht antwortet? Hören wir dazu den Predigttext aus Matthäus 15, Vers 21 bis 28. Und Jesus ging weg von dort und entwich in die Gegend von Tyros und Sidon. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Er aber antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er aber antwortete und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr, aber doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, was du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Amen. Weil ihre Tochter schwer krank ist, läuft die kanaanäische Frau hinter Jesus her und bittet ihn um Hilfe. Wahrscheinlich hat sie von Jesu Taten gehört und traut ihm zu, dass er ihrem Kind helfen kann. Ach Herr, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Und was macht Jesus? Er antwortete ihr kein Wort. Das passt so gar nicht in mein Jesusbild. Jesus, das ist der Retter. Der alle liebt, der für alle da ist, der heilt und Wunder tut. Wie kann er von einer Bitte um Hilfe unbeeindruckt bleiben? Jesus, der gekommen ist, den Menschen Gottes Nähe zuzusprechen, der ignoriert diesen Hilferuf? Wie passt das zusammen mit dem barmherzigen Jesus, von dem uns die Bibel erzählt? Auch die Jünger sind nicht viel besser. Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach, fordern sie Jesus auf. Damit setzen sie sich zwar für die Frau ein, aber auch nur, weil sie ihnen lästig fällt und sie gerne schnell abwimmeln wollen. Doch Jesus setzt noch einen drauf. Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, antwortet er seinen Jüngern. Ein beliebter Satz, den wir in unserer Zeit von unwilligen Politikern kennen. Da bin ich nicht zuständig. Aber die Frau lässt sich nicht so einfach abwimmeln, wegschicken. Sie fällt vor ihm auf die Knie. Herr, hilf mir. Nun ist Jesus gezwungen, sich direkt Auge in Auge mit ihr auseinanderzusetzen. Doch er erteilt ihr eine demütigende Abfuhr. Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde, erwidert er ihr. Die Frau gehört als Kanaanäerin nicht zu den Kindern Israels. Sie ist eine Fremde mit anderer Kultur und anderem Glauben. Schlimm genug, ihr die nötige Hilfe zu verweigern, aber sie auch noch mit den Hunden gleichzusetzen,
das ist ganz gewiss nicht die feine Art. Sie sprach, ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Ich finde, das ist ein wunderbarer Satz. Die Frau hebelt Jesu harte Argumentationen mit seinen eigenen Worten aus. Sie lässt sich durch die harte Abfuhr nicht von ihrem Glauben abbringen. Sie hält daran fest, dass Jesus die richtige Adresse für ihre Bitten ist. Er kann, er muss und wird ihr helfen, so denkt sie. Offensichtlich beeindruckt gibt Jesus endlich nach. Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Endlich geht diese Erzählung, die so unerfreulich begonnen hatte, gut aus. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Was hat die Wende in dieser Geschichte herbeigeführt? Hat Jesus ihre Hartnäckigkeit beeindruckt? Hat ihn ihre Argumentation sprachlos gemacht? Sie ist keine Frau, die sich so einfach mundtot machen lässt. Auch durch seine schroffe und abweisende Art lässt er sie sich nicht beirren. Gibt ihr eher der Mut oder die Verzweiflung die Kraft, so zu reagieren? Egal, was die Wende in dieser Geschichte herbeigeführt hat, auf jeden Fall lernt hier Jesus etwas von dieser Frau. So schildert es uns der Evangelist. Die Frau überredet ihn, um ihrer Tochter willen und um Gottes willen über seinen eigenen Schatten zu springen. Ja, vielleicht lernt Jesus sogar erst durch diese Frau, dass die Liebe Gottes keine Grenzen kennt. Und das ist wörtlich zu nehmen. Die Liebe Gottes kennt die Grenzen nicht, die ihr religiöse Dogmas oder auch gesellschaftliche Normen oder traditionelle Erziehung aufzwingen möchten. Jesu Weg ist nicht nur der Weg ans Kreuz, sondern in erster Linie der Weg zu allen Menschen. Zu der Verwirklichung dieses Gedankens in Jesu Leben hat diese Frau sich herbeigetragen. Not lehrt beten. Das ist nicht die Botschaft dieser Geschichte. Not kann auch Verzweiflung oder Hartwerden lehren. Es ist ein Wunder, wenn das nicht geschieht. Deshalb bewundere ich auch diese Frau für ihr hartnäckiges Aushalten, trotz dieser harschen Abfuhr, die ihr entgegenschlägt. Das allein ist schon ein Wunder, dass sie trotz der Krankheit ihrer Tochter sich an Gott wendet und an ihm festhält. Die Geschichte der kanaanäischen Frau ist somit eine Erzählung über den Glauben und darüber, was Glauben heißt. Erstens, Glauben heißt an Gott festhalten. Glauben heißt Vertrauen zu wagen, nicht allein in die eigenen Kräfte, sondern eben in Gott. Glauben, das erzählt die Geschichte ganz eindrücklich, bedeutet auch auszuhalten. Glauben auch dann, wenn es nicht sicher ist, ob Gott wirklich hilft oder er mich hört oder fern zu sein scheint. Gott zu danken, wenn es mir selbst und meinen Lieben gut geht, das fällt leicht. Wenn wir Liebe und Zuneigung erfahren, dann kommt es uns nicht in den Sinn, am gütigen Vater im Himmel zu verzweifeln. Aber wo ist unser Glaube, wenn uns harte Schläge im Leben treffen? Wo wir uns alleingelassen fühlen mit unseren Sorgen und Ängsten, unserer Not? So wie diese Geschichte erzählen auch das Buch Hiob und die Psalmen von einer solchen Erfahrung des fernen Gottes. Es ist gut, dass die Bibel diese dunkle Seite des Glaubenslebens nicht verschweigt und uns in unseren Krisen nicht allein lässt. An dieser Stelle macht die Geschichte der kanaanitischen Frau Mut. Zweitens, Glaube rebelliert auch. Die Frau nimmt ihre Situation nicht hin. Sie findet sich nicht ab mit der Krankheit ihrer Tochter. Noch mehr, sie findet sich auch nicht damit ab, dass Jesus ihr nicht helfen will. Es ist ihr Glaube, der sie aufbegehren lässt. Ihr Glaube lässt sie auf Jesus vertrauen, dass er helfen kann. Und schließlich gibt der Glaube ihr die Kraft, sich dennoch an Gott zu wenden, auch wenn er fern ist. Das lernen wir von dieser Frau. Der Glaube beginnt dort, wo ich meine Hoffnung auf Gott setze, selbst wenn alles um mich herum widersprechend scheint. Dieser Glaube verändert das Leben schon in dem Moment, in dem ich mich mit meiner Situation nicht abfinde und nicht einfach resigniere. Glaube lässt hoffen und darauf vertrauen, dass es noch etwas
noch jemanden außerhalb des eigenen Lebenskreises gibt, der mich tragen wird. Glauben ist manchmal auch ein Ringen. Ein Ringen mit Gott um seine Zuwendung. Glaube, so lehrt diese Geschichte, kann heißen, für die eigene Sache mutig zu kämpfen und sich nicht beirren zu lassen von allen möglichen Widerständen. Und das nicht nur den Menschen gegenüber, nein, auch Gott gegenüber. Luther fasst diesen Gedanken einmal in das schöne Bild: Du musst Gott im Gebet die Ohren reiben, bis sie heiß werden. Woher nimmt die Frau bloß solchen Glauben? In unserer Geschichte ist es die Begegnung mit Jesus, die die Frau glauben lässt. Es ist der Glaube, der letztlich hilft und die Tochter gesund werden lässt. Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Ich finde, das ist ein wichtiger Satz. Nicht, dass das Wunder der Heilung lässt die Frau glauben, es ist umgekehrt. Ihr Glaube ermöglicht das Wunder. Auch unser Glaube kann Wunderbares bewirken. Die Perspektive im Leben kann sich ändern. Selbst in schweren Krisen können wir erfahren, ich bin nicht allein. Es gibt jemanden, der mich trägt, wenn ich nicht weiter kann. Es gibt jemanden, der mir hilft, wenn ich am Ende mit meiner Kraft bin. Vielleicht ändert sich in der Krise erstmal nicht viel, aber unser Glaube schenkt Vertrauen, Hoffnung und Mut, in solchen Situationen auch weitergehen zu können. Der Glaube verändert unsere Sicht auf das Leben. Ich kann meinen Weg weitergehen. Ich bin nicht allein, sondern Gott ist mit mir. Das ist ein Wunder, das gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Amen. Wir beten. Gott, wir danken dir, dass du uns in Worten, Zeichen und Gesten spüren lässt, wie gut du es mit uns meinst und wie wichtig wir dir sind. Dennoch tun wir uns oft schwer, fest an dich zu glauben, weil wir es uns nicht vorstellen können, wie du wirkst. Bewahre uns davor, mehr an unseren eigenen Verstand zu glauben als an dich. Hilf uns, durch Enttäuschungen und Niederlagen nicht entmutigen zu lassen, sondern an dir festzuhalten und bei dir zu bleiben. Schenk uns einen Glauben, der auch Rückschläge verkraftet, der nicht aufgibt, wenn du Nein sagst, und der nicht abfällt, wenn du uns verweigern musst, was wir uns wünschen. Wir bitten für alle Menschen, die von dir und vom Glauben an dich nichts erwarten, und für alle, die es nicht wagen, sich voll und ganz auf dich einzulassen. Stärke immer wieder unseren Glauben an dich und deine Zuwendung. Amen. Lasst uns miteinander beten, wie Jesus Christus uns überliefert hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht nun hin in Gottes Frieden. Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.